Ausgerechnet mir muss das passieren, ausgerechnet mir, wie fürchterlich. Unter allen edlen Kavalieren trifft es ausgerechnet mich. Ach, so deplatziert war ich noch nie, falle völlig aus dem Rahmen. Liebe keine anderen Damen, liebe nur noch sie. Es ist doch nicht zu fassen, es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Mein Gott, was ist mit mir geschehen? Vom Vater hier aus Aachen, von der Mutter hier aus Köln stammend, bin ich in Düsseldorf geboren, notierte Gründgens. Fügen wir hinzu, am 22. Dezember 1899. Und weiter? Beide Familien hatten ihre große Zeit. Die Familie meines Vaters mit holländischem Einschlag stellte einen großen Teil der rheinischen Industrie. Die Familie meiner Mutter hatte unter anderem einen sehr beliebten Kölner Oberbürgermeister und beherrschte eine Zeit lang die Rheinschifffahrt. Der Verfall meiner Familie setzte aber bereits vor meiner Geburt ein. Das zwang mich auch letzten Endes schon vor meinem 25. Lebensjahr, meine Eltern zu ernähren. Eine Tatsache, die sie nicht davon abhielt, eine 7-Zimmer-Wohnung in der besten Gegend der Stadt zu unterhalten. Über seine Kinder- und Jugendjahre erzählte Gründgens nie etwas. Es gebe nichts her, wenn man erführe, ob er Primus gewesen oder in welcher Klasse er sitzen geblieben sei. 1917 wurde er eingezogen, doch zum Frontdienst mit der Waffe ließ er es nicht kommen. In einem Armeeverordnungsblatt las er, dass Schauspielertalente zur Gründung eines Fronttheaters gesucht würden. In einem temperamentvollen Gesuch täuschte er Bühnenerfahrung vor und bekam die Stelle eines Theaterleiters. Gründgens inszenierte Stücke und, wichtiger noch, organisierte Tanzveranstaltungen. Er kümmerte sich um alles und zeigte schon in jenen Jahren, dass er Organisator, Regisseur und Schauspieler ist. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte Gründgens Engagements in Halberstadt, Kiel, Hamburg, Berlin und abermals in Hamburg, doch er bekam eigentlich nur Rollen, in denen er verschlissen wurde. Nichts Großes, Tragendes war dabei. Bei seinem zweiten Hamburger Engagement änderte sich das. Er arbeitete täglich 16 Stunden und hatte jede Woche mindestens einen Nervenzusammenbruch. Entweder fiel er auf den Bühnenboden und zuckte stumm, oder er blieb stehen, schrie aber grauenhaft und das oft minutenlang und ohne Pause. Oder er behauptete, seine Kiefer nicht mehr auseinanderzubekommen, könne nur noch murmeln, und das tat er dann auch. Gründgens hatte in Theaterkreisen auf diese Weise freilich auch durch seine genialen, sprühenden Inszenierungen von sich reden gemacht und kam schließlich über Wien nach Berlin. Das war 1928. Wieder arbeitete er ununterbrochen als Regisseur, Schauspieler, Kabarettist, Chansonnier, Opernregisseur. Er arbeitete mit Otto Klemperer zusammen, dem musikalischen Leiter der Krolloper, dem Dirigenten Alexander von Zemlinski, Schwager von Schönberg, und mit Leo Blech. Diese Opernabende erregten Aufsehen. Insbesondere seine Mozart- und Offenbach-Deutungen faszinierten Presse und Publikum. Doch auch am staatlichen Schauspielhaus, wo Gründgens engagiert war, machte er Karriere und wurde schließlich dessen Intendant. Eine Position, die er Hermann Göring verdankte und die ihm deswegen damals schon, weitaus mehr freilich nach 1945, die schwersten Vorwürfe von Gegnern des Nazireiches einbrachte. Doch er ließ sich nicht beschimpfen und behauptete immer wieder, diese Position nur deshalb angenommen zu haben, um an herausragender Stelle zu demonstrieren, dass man keine Tendenzstücke mit all ihrem nationalen Kitsch inszenieren müsse, um als Theatermann in diesem Regime überleben zu können. Und zweitens sei ihm wichtig gewesen, jüdische Schauspieler und Regisseure samt ihren Familien vor dem Zugriff der Nazischergen bewahren zu können. Fest steht, am Berliner Schauspielhaus gab es mehr jüdische Schauspieler als anderswo, und eine Inszenierung Jürgen Fehlings von Shakespeares König Richard III., die vom Reichsdramaturgen Dr. Rainer Schlosser als kulturbolschewistisch diffamiert wurde, setzte Gründgens deswegen nicht vom Spielplan ab. In einer eigenen Inszenierung von Marcel Pagnols Südfrüchte opponierte Gründgens gegen den rassischen Überheblichkeitswahn und das Waffengerassel der Nationalsozialisten und zauberte eine mittelmeerische Welt der Verliebten, der Kreuze, der kleinen Lebenskünstler und Individualisten auf die Bühne, obwohl das Stück in Frankreich spielt und dieses Nachbarvolk in der Lesart des Dritten Reiches als vernegert, dekadent und degeneriert ausgegeben wurde. Wichtig auch in diesem Zusammenhang eine Anmerkung im Entnazifizierungsprotokoll über Gründgens, die von Ernst Busch beigesteuert wurde, jenem Schauspieler und Sänger, der mit Bertolt Brecht, Hans Eisler und Willy Bredel zusammengearbeitet hatte, die ins Exil gehen mussten. Zitat:
Gustav Gründgens ist tatsächlich der Einzige gewesen, der für mich eingetreten ist und der mir indirekt das Leben gerettet hat. Ich bedauere es zutiefst, dass er zurzeit als angeblicher Faschist sich in Haft befindet. Tatsächlich konnte er seine antifaschistische Einstellung nicht besser unter Beweis stellen, als er es in meinem Falle getan hat. Die erste Premiere für Gründgens nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges war im Mai 1946 in Sternheims Snob. Auf dem Schwarzmarkt wurden Eintrittspreise von 300 bis 1000 D-Mark verlangt und bezahlt für diesen Gründgens-Auftritt. Bemerkenswert zudem, die Russen als eine der alliierten Sieger- und Besatzungsmächte hatten Gründgens aus der Gefängnishaft entlassen, nachdem sie seinen Fall gründlich untersucht hatten. Gründgens hatte es geschafft, einer zweiten Karriere stand nichts mehr im Weg. Abermals faszinierte er durch seine unglaubliche Bühnenpräsenz, seine Intelligenz und seine Nervenkrisen. Das Düsseldorfer Theater holte ihn weg von Berlin und Hamburg 1955 von den Düsseldorfern. Maximilian Schell, Hanne Hiob, Will Quadflieg, Elisabeth Flickenschild und Marianne Hoppe beispielsweise, mit der Gründgens zeitweise trotz seiner Homosexualität verheiratet war, gehörten zu seinem Ensemble. Er hatte immer die Crème der deutschen Schauspielerelite an seinen Häusern versammeln können. 1963 machte er eine Weltreise, um endlich leben, aus dem Alltagsstress des Theaters ausbrechen zu können. Er nahm einen jungen Freund mit, der an seinem Theater Beleuchter gewesen war. Nun Singapur, viel kann ich noch nicht sagen, schrieb Gründgens, außer, dass das Hotel fabelhaft ist mit Klimaanlage und Swimmingpool. In Manila nahm er ein Schlafmittel für die tropischen Verhältnisse dort wohl zu viel. Seinem Freund, der sich in der Hotelbar amüsierte, legte er einen Zettel hin. Ich glaube, ich habe zu viele Schlafmittel genommen. Ich fühle mich etwas komisch. Lass mich ausschlafen. Am Morgen des 7. Oktober 1963 wurde Gustav Gründgens tot auf den Fliesen seines Badezimmers gefunden. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Wer haust, euch Freunde, bitte.